Ach so, erstmal Begrüßung, liebe Liebende. War gerade schön spazieren mit den Hunden, beziehungsweise Fahrradfahren eine Runde. Mir ist natürlich der Akku unterwegs kaputt gegangen. Und dann dachte ich so, boah, das ist schon ganz schön anstrengend. Aber es war so schön, einfach Sonne lacht, der Wald war wunderschön, neuen Wald entdeckt. Mit Hundis, die waren glücklich, ich war glücklich, alles war toll, komm zurück und werde aus welchen Gründen auch immer auf Christian Anders, heißt der Mann, gelotst und dann merke ich wieder so, oh, überall jammern sie nur rum, wie schlecht die Welt ist und wie, ja, alle haben sich verschworen, selber die Welt irgendwie als negativ zu betrachten. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber die Leute haben sich suggestiv von Mr. Smith allen möglichen Scheiß einreden lassen, von Nirvana bis Öl, also alles dabei, wirklich Wahnsinn, wie wir praktisch klein gemacht werden. Und deswegen heute das Video, ihr habt es schon gelesen, Gott liebt euch, er hat euch alles gegeben. Alle Geschenke, die wir erhalten haben, sind sozusagen eines Gottes wert, definitiv. Also, wir fangen einfach mal an. Wie viele Tiere können spitzen? Nicht viele. Wir sind einer davon. So, Kühe und Pferde können spitzen und das Fahrrad und wir. So, Katzenartige spitzen an den Pfoten. Hunde müssen hecheln, also, oi, das ist ein voll geniales Konzept. Also stellt euch mal vor, wir würden nicht spitzen können. So, dann müssten wir hecheln. Ja, dann wäre die Zunge besetzt und mit der Sprache wäre ganz schön kompliziert geworden, weil wir einfach unglaublich lange Zungen gebraucht hätten. Außerdem würde komisch aussehen. Gut, also spitzen. Zweite, was sozusagen jedem bekannt sein sollte, nennt sich Daumen. So, das, was wir hier haben, nennt sich Hand. Und diese Hand praktisch kann mit dem Daumen das machen, zum Beispiel. So, da können andere Tiere, die Hände haben, nicht. So, Waschbären zum Beispiel haben Hände und Eichhörnchen haben Hände. Aber die können praktisch nur so greifen, egal was zu machen. So, wir können sozusagen viel mehr mit unseren Daumen anstellen. Hat einen Nachteil, er ist ein Sattelgelenk, wenn das Ding eher mal kaputt ist, ist es kaputt. Also passt auf euren Daumen auf. Ganz wichtig, speziell an Freunde. So, zweiter Punkt. Der dritte sind wir jetzt schon. Der aufrechte Gang, der ist nicht umsonst. Wenn ihr euch in der Natur umguckt, praktisch gibt es immer zwei Enden. So wie eine Wurst, so sag ich's mal. Immer den Schwanz, immer die Schnute. So. Das ist zum Beispiel ein unglaublich erfolgreiches Modell gewesen. Und dann kamen wir, aufrechter Gang, das ist schon der Hammer. So, Nachteile mit dem Riechen, aber es reicht aus, um uns selbst noch zu warnen, falls irgendwas wirklich giftig ist. So. Okay, nächster Punkt. Dieser aufrechte Gang ist auch noch am Bauen. Wirbel, ich bin Masseur unterer Wirbelsäule, gibt es viele Probleme. Und das liegt halt, weil die Evolution noch nicht ganz durch ist. Scheinbar. Wer weiß, was passiert. So, nächster Punkt. Was haben wir noch Schönes? Ja, wir sind nackt. So, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, nackt zu sein? Wir können uns streicheln. Wie geil ist das denn? Also, wenn ich einen Hund streichle, praktisch, dann streichle ich nur immer seine Haare. So. Also, total Oberaffen-Tittengeil. Weil wir nackt sind. Echt. Macht euch das mal bewusst, wie was für eine wunderbare Gabe uns damit Gott geschenkt hat. So, natürlich, klar. Der nächste Punkt, die Sprache. Nur die Sprache ist klar. Alle Tiere sprechen, nur mal so gleich als Info. Viele von uns verstehen viele Tiere nicht, weil sie einfach nicht dessen Sprache gelernt haben. So zum Beispiel einfaches Beispiel bei Hunden. Hunde kommunizieren hauptsächlich mit dem Schwanz und mit der Zunge. So machen wir doch auch ein bisschen, zumindest die eine Hälfte der Bevölkerung. Schon mal ein Teaser für mein nächstes Video, was Liebe heißt. Und ich
habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie ich es mache, und jetzt muss ich einmal dieses Stoßgebet machen, weil mich das tierisch aufregt, dass alle so, oh, ist alles schlecht, die Welt ist schlecht, der Mensch ist schlecht. Lasst uns doch alle aussterben, so, damit wir nicht wiedergeboren werden müssen. Bla, Sülz, was für ein Scheiße, echt Drama Queen Quatsch, den ich hier überall mir antun. Ah, erstmal durchatmen, erstmal wieder runterkommen. Gut, also nächste, also Sprache hatten wir. So, wir haben keine große Behaarung, Männer ein bisschen mehr als Frauen, aber das liegt auch daran, dass wir sozusagen dem tierischen Prinzip viel, viel dichter sind, müssen wir mal als Männer zugeben. So, ich hoffe, ich vergesse nicht so viel, aber ein bisschen werde ich bestimmt vergessen. Nächster Punkt, nackt sein hatten wir, Sprache hatten wir. Ja, durch den aufrechten Gang, dürfen wir nicht vergessen, sind bestimmte Grenzen. Also ich kann locker mit meinen Beinchen über einen Zaun rüber, und wenn nicht, kann ich super klettern. Also die Knie sind noch eine Besonderheit so. Ich sage ja immer den Leuten, die hier sozusagen auf den Hof kommen, wenn die Hunde euch anspringen, benutzt eure Knie. So, mit Knien hält man sich viel fern. So, nun mal zum Kämpfen und für Frauen als Tipp. Also der Kniestoß ist die gefährlichste Waffe überhaupt. Also ihr könnt jeden, wenn er gut trifft, selbst Oberschenkel, wenn ihr den Pferdekuss verpasst mit einem Kniestoß, der läuft hier nicht mehr hinterher. Also ganz sicher nicht. Also Knie sind extrem krasse Dinger, die wirklich echt Hilfe machen, auch gerade beim Klettern und um Dinge von sich fernzuhalten. Also wirklich, Knie ist toll. So, was haben wir noch? Das muss ich echt mal nachdenken. So, ich nenne es mal einfach drittes Auge. Also Verstand würde ich es nicht direkt nennen, sondern ich sehe es eher als Update. Ich denke mal, ganz viele krasse Erfindungen sind schon dadurch entstanden, weil jemand sich damit beschäftigt hat und er hatte schlagartig eine Vision. Also er hat plötzlich mehr oder weniger im Bauplan gesehen, in einem Stück, ohne dass er was dafür konnte, und ist dann wahrscheinlich auch erstaunt, wo kommt das jetzt her, aber passiert einfach. Und das ist praktisch einer der stärksten Kräfte, die existieren. So, jetzt mal. So, geht weiter. Also, was haben wir noch? Ganz speziell sind noch die Füße. So, da sieht man, dass wir wahrscheinlich wirklich nicht von hier kommen, weil anders ist nicht zu erklären, weil Füße, dieses Konstrukt, ist wirklich eine Eigenkreation Gottes extra für uns. Man muss dazu sagen. So, was haben wir noch? Ach ja, uns fehlt der Schwanz. So, was machen Hunde mit ihrem Schwanz? Ausgleichen. Gleichzeitig ist es eine Antenne, so wie bei Katzen, die halten das Ding immer hoch, weil sie dadurch praktisch mehr weniger Befehle der Natur oder von Gott bekommen. Uns fehlt der. So. Und damit haben wir sozusagen die Freiheit. So, die Freiheit sozusagen selber zu entscheiden. Und da jammern die meisten, oh, die Entscheidung ist immer falsch, bla bla bla. So, gut. Dazu haben wir zwei Dinge bekommen, die extra gigantisch auch für uns angebaut wohnen. Also, Männer, wir haben eine Wünschelrute, das ist schon mal Fakt. Und Bataillon d'Amour, so geht es uns allen, hat es erstmal angefangen, kann es nicht dagegen wehren. Und viele Menschen versuchen sich gegen genau das zu wehren, gegen sich selbst. So, im Prinzip eine Entmenschlichung. So, wenn wir nicht mit unserer Wünschelrute vorangehen, na logisch, meine Güte, das Ding ist angewachsen, ist ganz einfach, funktioniert. So, als zweiter, but not least, ist ein fühlendes Herz, sagen wir mal, was auf eine gewisse Weise auf Magnetismus funktioniert. Anziehung und Abstoßung. Und wenn ihr einfach immer so dusselig seid, euer Herz nicht zu kalibrieren oder irgendwie geistig ständig mit euch rumfuchteln zu wollen, euch selbst zu unterdrücken, dann würdet ihr mit eurem Herzen praktisch die Dinge relativ schnell begreifen. Es ist ganz einfach. Du, bestimmte Dinge findest du abstoßend, bestimmte Menschen eben auch, und andere findest du anziehend. So einfach ist es. Es ist ganz einfach. So, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Tja, eigentlich fehlen uns bloß die Flügel und die Hörner. So, Hörner, ihr wisst, wofür man die einsetzt, aber das würde ständig Kampf bedeuten. Also sind wir glücklich, dass wir die Hörner nicht bekommen haben. So, die Flügel,
Ich bin mir nicht sicher, wo sie denn dran sein sollten, weil dann würden wir im schlimmsten Fall unsere Hände einbüßen. So. Also auf dem Rücken, so wie bei Engel, wäre das echt eine tolle Sache, wenn es funktioniert. Aber ich vermute mal, das hat auch unpraktische Anteile. Gerade müssen ja die Flügel in dem Sinne aus Federn bestehen. Und echt, das wollt ihr euch nicht antun. Also ihr seht bei unseren Hühnern wieder praktisch so eine Pixienspitzen aus der Haut rauskommen, die sich dann eben auch noch entblättern und so langsam vor dich hinwachsen, dann hast du ständig Mauser, willst nicht haben. Also im Prinzip hat uns Gott alles geschenkt, was man schenken konnte. Also wir haben einfach verdammt nochmal Glück gehabt so. Und wenn ihr einfach ständig auf Experten hört oder auf eure Mutter oder eure Tante oder die Gesellschaft, die dir sagt, du musst das und das, tritra, trulala, musst immer irgendwas machen, weil sonst bist du ja nicht ein Mensch oder wie auch immer. Im schlimmsten Fall werden dir denn deine Menschenrechte aberkannt, wenn du frei denkst oder frei, wirklich frei fühlst vielleicht auch. Und einfach das Leben genießt. Oh Gott! Seit Malthus, dieser Überbevölkerungskatastrophe, steuern wir auf das Ziel zu, dass wir auf diese Krise des Geistes praktisch zugesteuert sind. Und zwar, die Überbevölkerung ist überhaupt ja kein Problem. Das Problem ist, dass wir im Prinzip aus dem Kreis eine Linie gemacht haben. Das bedeutet sozusagen, alles in der Natur recycelt sich selbst. So, in dem Sinne. Und wir haben praktisch. Also wir produzieren Dinge und schmeißen sie dann weg. Das ist die Linie. So funktioniert praktisch unser momentanes Weltbild. Und damit darunter leiden wir, ist ja klar. Aber jeder Idiot sieht es, sollte es sehen, weil es einfach uns immer repräsentiert wird. Aber ja, wir sind meist mit uns selbst abgelenkt, mit der Welt abgelenkt. Alle schauen praktisch momentan wie gebannt auf irgendwelche Kriege. Meine Güte, es bleibt mal locker. Alles wird gut, weil das Böse kann nicht gewinnen, weil es sich einfach viel zu doof anstellt. Es ist dumm dreist. Und das sehen jetzt so auch alle. Seht ihr doch, hä? Und die Bauern, die haben es endlich mal wirklich mit ihrer Wünschelrute gedacht, so wütend werden, einfach sagen, ihr habt doch wohl ein Ei auf dem Kopf, ihr Idioten. Ihr wollt uns doch nicht umbringen mit eurer Politik, totspritzen mit der Pharmalobby. Was ist hier eigentlich los so? Und jetzt, nach dem leichten Wütendwerden, denken wir mal einfach nach, wie wir aus der Situation rauskommen. Aber gut, das nicht in diesem Video, sondern es geht darum, wir sind entweder Gottes Angesicht oder Gott hat uns alle geschenkt, alles geschenkt. Alle seine Gaben, die wir bekommen konnten, haben wir bekommen. Also jammert nicht rum und geht euren Weg und macht einfach die Dinge. Im schlimmsten Fall macht er Mist, klar. Ja, so einfach ist es. So, viel Erfolg, viel Frieden, viel Glückseligkeit und lasst euch nicht aufhalten durch dumme Idioten, die euch irgendeinen Mist, irgendeinen Scheiß suggerieren. Alle jammern so nur noch Dämonen und oh, gut, bekommt euch alle mal ein. Gut, bis später. So, nochmal Nachtrag, ganz wichtig. Zwei Dinge. Das eine ist, wir sind Gesellschaftswesen. Na, wie geil ist das denn? Also, ist wirklich extrem wichtig, extrem aus dem Grunde, weil 1 plus 1 macht nicht 3. Mathematisch vielleicht ein bisschen komisch, aber energetisch definitiv. Afrikanisches Sprichwort sagt, ein Mann kann kein Haus bauen, 10 Männer können 100 Häuser bauen. Gut, sind afrikanische Häuser, was soll's. Aber das ist sehr, sehr wichtig. So, also seid nett zueinander. Nur zweiter Punkt ist der Hintern. Wir hatten ja vorhin wie toll unser Körper eigentlich gebaut ist. Und unser Hintern ist sozusagen nur in Bewegung sinnvoll. Einfach, ich kenne so viele Mädels, die haben böse Rückenschmerzen und auch Kerle. So läufst du mit denen ein Stück, guckst dir auf den Hintern und du siehst, das ist wie aus einem Fels geschmiedet. Also wirklich, und sagst dir so, okay, sprichst du drauf an, sagst dir, du musst mit dem Arsch wackeln, ich bin Masseur, vertrau mir. Was passiert? Der Feminismus hat einfach scheinbar an der ungünstigen Stelle wirklich zu Steifheit geführt. So muss man einfach sagen.
was leider nicht nur vom optischen, sondern auch wirklich vom energetischen, unkörperlichen ja keinen Sinn macht. So. Wenn ihr praktisch eure Schritte nicht ausgleicht, schlägt ihr durch die Wirbelsäule durch bis zum Kopf. Viele Leute bekommen davon auch Kopfschmerzen. Und was passiert? Der Feminismus ist siegreich, die Mädels haben alle Kopf. So. Genau, also Friede, Freude, Glückseligkeit, lasst euch gut gehen, ist sehr, sehr wichtig. Lasst euch einfach gut gehen und ja, lasst euch von Gedanken anderer oder sogar vom Fremdgedanken. Viele sind ja vom Fremdgedanken gesteuert, von Veganismus bis Karma bis Nirvana. Und ja, zum Glück bin ich dafür einfacher gestrickt und sag mir so, ich werde mich doch nicht selbst behindern. So in dem, was ich bin, das ist doch der Kampf gegen sich selber nützt überhaupt nichts. Also sollten wir mal alle zu uns stehen und alles wird gut und ja, ist sowieso alles gut. Es wird immer besser. Gut, ich quatsche schon wieder zu viel.